Da leben wir hier auf dem Bau auch sehr, sehr viele Russen beispielsweise, die kein Wort Deutsch können. Wir wollten beispielsweise letztes Mal vorbei bei einem Bau und haben gefragt, ob wir mal vorbeigehen können. Die haben es gar nicht verstanden. So, dann werden die hier verheizt, kriegen ganz, ganz niedrigen Lohn. Ich habe ihn dann noch gefragt hier, habe ich noch gesagt, er muss einen Mundschutz tragen, einen Gehörschutz, wenn er eine Kreissäge ist. Und dann hat er mir gesagt, dass sie das nicht kriegen und dafür keine Zeit haben. Dann hat er mir gesagt, wenn er das sagen würde, muss man ihn entlassen. Ja, ich weiß heute leider nicht mehr, was er verdient, hat er mir auch gesagt. Man kann im Moment nicht genug mähen, weil wir wieder zu doll betäubt sind. Also es war ganz, ganz wenig so. Und Sie schicken Ihren Angehörigen alles in Russland und so, was Sie hier verdienen, und leben hier jämmerlich. Aber immer noch viel besser als der beste Bau in der DDR. Oder irgendwas anderes, das möchte ich auch mal sagen. Aber es ist ganz, ganz jämmerlich. So, und Sie stehlen. Sie hungern für ihre Familien und stehlen in der Läden. Und überall hier. Und das geht dann natürlich gleich wieder dann auf den Osten und Ostblock. Und auf Ausländer. Auf ehrlichen Ausländer hier. Und auch Sie können eigentlich nichts dafür. Sie versuchen nur ihre Familien durchzubringen. Sind auf jeden Fall nicht drogensüchtig. Und gönnen sich hier absolut gar nichts. Und sind total Dirne. Und ausgezehrt von der Arbeit. Mensch, Mensch, Mensch. Gut, das wollte ich auch mal sagen. So, und also hier hat die Stasi alles übernommen, und in den Ostblockländern möchte ich es mal den internationalen Ländern sagen, die sich dafür interessieren, es ist genauso. Das durften wir natürlich alles nicht erfahren, deshalb werden wir komplett die Informationen ferngehalten. Also auch da sind die alten Seilschaften der Staatsschutzes und überall drin und der kommunistischen Partei. Sind da noch weiter drin, und sie sind dort natürlich auch nicht rausgegangen wie in der DDR, wie in der Ex-DDR. Und hier war man leider so dumm und hat sich hier alles wegnehmen lassen. Warum, kann ich es nicht sagen. Selbstverständlich werden sie das auch mit Geheimdienstmitteln versucht haben, selbstverständlich werden sie auch einigen was einen Tee gemacht haben und hypnotisiert haben, aber andere haben das auch mitgekriegt und es war ihnen egal. So, und deshalb ist es ganz schlimm, was da im Osten passiert. Ne? Sie bleiben da oben und sie kassieren jetzt schon EU-Gelder und so, und die verschwinden halt immer schon. So wie es alles in der DDR war, da verschwindet, was die BRD immer noch großzügig überweist, aber was ja auch schon Anweisung ist von Kanzlerin Merkel, die für Putin arbeitet und für die Russen, die natürlich zusieht nach und nach, dass die Wirtschaft runtergeht und damit die kommunistische Partei an die Macht kommt. Das war's dann. Habe ich dazu genug gesagt? Ja. Zu den Ostblockländern habe ich auch genug gesagt. Also das ist ganz, ganz schlimm, weil die geben dir nichts, die lassen sie hungern. Das ist denen doch jetzt egal. Und dann sagen sie, ja, das ist ja doch euer Kapitalismus, die wollt ihr doch haben. Und diese einfachen Menschen verstehen das nicht. Und diese Menschen, die haben Traum. Die wurden ein ganzes Leben nur unterdrückt, geschlagen und getreten. Und das hat der DDR-Bürger auch. Das konnte er gar nicht überwinden. Und dann gab es die blutige Herzrevolution und er dachte, er hat es geschafft. Dem Westdeutschen war es egal und die anderen haben immer gesagt, haben alles gut gemacht und brauchen noch Geld und so. Westdeutschen waren so dumm und haben Geld gegeben und die haben sie weiter bearbeitet und hemmungslos gemordet. Und so ist es auch in allen anderen Ostblockländern, dass man da bis heute noch hemmungslos mordet, wenn man damit aufgeht. Und sie sitzen überall und sind heute Fabrikbesitzer und sonst was und tun dumm. Nirgendwo ist anders. So. Und besonders bei den Russen, die sind sehr leidensfähig und so. Das ist auch so an der Schlacht so geworden dadurch, durch den langen Kommunismus. Sie erheben sich nicht selbst. Das ist das Problem, genauso wie bei den Chinesen. Auch viel zu höflich, die Chinesen. Das ist ihre Natur, es so höflich zu sein, zurückhaltend. Nicht diese Schreihälse hier. Die müssen für Drogen, und die sind auch alle drogensüchtig, bei mir deine Chinesen-Kneipe, für uns nur rumschreien. Ne? Genau. Aber alle anderen, so ein Chinese, der ist total höflich und so. Und tja, das schaffen die auch nicht alleine. Oder wie siehst du das, Nati? Das sehe ich genauso. So, und gut, dass wir das mal ansprechen konnten.